Hallo, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! GX Take for Special. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und ich habe auf jeden Fall irgendwas verkackt, denn ich müsste jetzt noch 6 Parts aufnehmen, bis, naja, die 70 voll ist. Wartet, ich gucke gerade nach. Ja, nee, bis der 80. Part draußen ist. Und eigentlich müssten ja jetzt noch 4 Parts sein, deswegen habe ich irgendwie verkackt, aber wir tun einfach mal so, als wäre es nicht so. Jetzt habt ihr leider 5 Parts ohne Event, das ist irgendwie falsch, aber ich habe mich anscheinend um 1 irgendwie vertan. Aber naja, wir machen nochmal hier Duell, Turnier, Duell, Turnier? Wir kriegen ganz viele, obwohl, warte mal, das haben wir doch schon gemacht, ne? Stimmt. Ah, du willst nochmal mitmachen und du hast uns das letzte Mal vorweggebasht, ja geil, tschüss. Scheiße, ich habe irgendwie Nein gedrückt, kann das sein? Oh shit, egal. Probieren wir nochmal, denn ich will gerne hier ein Turnier machen, weil irgendwie kriegt man am meisten Geld. Ich habe zwar eigentlich genug Geld und werde auch, glaube ich, nie wieder Geld brauchen, weil danach hat er erstmal Pause, das letzte erstmal pausiert ist, aber okay. Ich möchte gerne das da machen, weil das ist schwerer. Okay. Oh Gott, Dubstep-Musik geht an. Yay, dumme Hintergrund, scheiße. Hui, Party. Feiern wir die Party hier. Ist MC Sadie in the house, yay. Rapper, irgendwie ist mal diesen Rap-Battle gegeneinander, so Dorothy versus MC Sadie. Okay, ich habe komische Fantasien. Oh mein Gott. Stylische, hell-lila Haare, Pastellfrau, die mich einmal volle Suppe besiegt hat gegen blauhaarige, coole, andere Frau, gegen die ich aber gewonnen habe. Okay. So heißen die mit echtem Namen. Steht auf dem ihren Pass drauf. Okay. Ja, gespannt. Ob die mich wieder so platt macht mit ihren komischen... Hä? Hat die jetzt doch Insektenkarten? Die andere hatte doch, ne, die andere hatte so Wasserkarten und dann irgendwie doch nicht. Und dann hat die so Kühlerbug und dann habe ich irgendwie angefangen zu heulen. Und keine Ahnung. Ist alles sehr verwirrend hier bei Yu-Gi-Oh! Okay. Ich könnte jetzt natürlich das hier machen. Und dann Wunderfusion spielen. Oder? Ja, das geht! Ui, Party! Machen wir das mal. Ach. Ich hab nochmal Wunder für so einen Spack, oder bringt überhaupt nichts? Hä? Bringt das jetzt echt nichts, oder was? Warum hast du das dann gemacht? Aber weil du jetzt eine Karte ziehen durftest. Okay. Was ist das für eine Karte? Irgend so eine Scheiße zwischen einem Schrank und einem Herd. Okay. Auch wieder ein toller Name für eine Karte. Oh shit, ich kann wieder meine Kombi machen und alles töten auf der Welt. Ja, warum nicht, ne? So, Acid, komm wieder an und Säure alles voll mit einer komischen Säurepistole da. Go, go, Power Rangers. Kann es sein, dass der jetzt in dieser Runde für jede Spezialbeschwörung eine Karte ziehen darf? Das ist ganz schön krass. Finde ich jetzt schon ziemlich OP. Da ist Kampffusion, ne? Oder finale Fusion oder irgendwie sowas. Ah, ich weiß es doch nicht. Ah, One Piece. Genau so geht das. Ja, fast schon überlegen, ob ich jetzt... Ja, komm. Wir greifen direkt volle Suppe an. Jaden hat ja auch noch Karten. Was? Ach, keine Ahnung. Ach so, ich habe Fusion gespielt in der Wunderfusion. Ups. Ich sollte vielleicht mal aufpassen, welche Karten spielen, ne? Wäre ganz hilfreich. So, jetzt spielen wir. Ja, du darfst immer Karten ziehen. Ist mir scheißegal, wie viele Karten du ziehst. Ist mir so scheißegal. Nochmal den. Ah, jetzt habe ich. Zwei Monster. Obwohl, so viele Angstpunkte haben die jetzt dazu. Ne? Auf dem Friedhof liegen, habe ich nur 2 im Teilen von den 4 Karten. Aus dem Spiel entfernt, meine ich. Das ist jetzt nicht so OP. Na egal, wir können trotzdem sau viel Lebensmittel abziehen. Schade, dass ich nicht nochmal Maskenwechsel habe, weil sonst könnte ich nochmal angreifen. Aber okay, das reicht schon so, um die mal ein bisschen, oh, zu besiegen. Oh. 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 Ich habe so schnell habe ich noch nie gewonnen, in der dritten Runde einfach. Krass. Kriege ich dafür jetzt einen Bonus. Wisst ihr, wenn ich gut finde, dass Tiber nicht diese scheiß Duell-Herausforderung gibt? Die gibt es doch nicht, oder? Weil die haben mich immer so genervt. Weil ich immer neue wählen musste und dann immer, wenn ich das gemacht habe, gedacht habe, scheiße, jetzt habe ich das voll verschwendet, weil ich habe eine Duell-Herausforderung gelöst, die voll schwer war, die nicht ausgewählt gehabt. Da kriegt man den Erfolg ja nicht. Oh.
Ich bin froh, dass es das mehr gibt, aber irgendwie nervig. Außerdem könnte ich das hier bei überhaupt nicht einstellen. Vielleicht gibt es das ja sogar nicht. Ich sehe das noch nicht. Adrian Gecko. Klamotten. Wie die ganzen Leute am Mobben bin, ey. Aber es sind ernst gemeint. Wie cool ist eigentlich dieser Scheiß hier? Jim Cook oder wie der heißt. Oder wie ich ihn früher immer aussehen, Jim Cock genannt habe. Jim Cock. Jim Knopf. Oh, er hat Wolkenkarten, yes. Obwohl ich auf schwer spiele, okay. Vielleicht hatte der auch bei dem anderen Wolkenkarten, nur hat die irgendwie, weiß ich nicht, nicht benutzt. Ne, der hatte andere Karten. Ach stimmt, der hatte diese Exodia-Deck. Ihr habt sogar gesagt, dass der gegen Jubel? Vor allem gegen Jubel oder ne, gegen irgendwen hat der Exodia genutzt, ne? Stimmt, das habe ich auch wieder vergessen gehabt. Gott, was ist jetzt? Absolute Zero! Yay! Jaden spielt genauso wie ich, ey. Nur irgendwie manchmal ein bisschen besser, weil er irgendwie viel bessere Taktiken hinkriegt. Und dann, obwohl er ein scheiß PC ist. Oder Computer, besser gesagt. Was denn jetzt, ey? Okay. Ach ja, rastet er wieder. Alter. Schade, dass der Effekt von dem jetzt nicht aktiviert worden ist, weil keine Monster mehr im Feld waren. Ja gut, haben wir fast auch schon besiegt in der zweiten Runde. Jaden probiert mich gerade zu toppen. Ach, du kannst in der ersten Runde gewinnen, ich gewinne in der zweiten. Bitch. Oh nein, eine Wolken-Zählmarke ist auf meinem Monster. Wolkien. Der Himmel stinkt aus dem Maul. Meine Karte. Hä? Okay. So, dann bin ich mal dran. Jaden, jetzt zeige ich mir, wie man das macht. So spielt man. Im Englischen hat er immer Get your game on oder so gesagt. Und im Japanisch wahrscheinlich Akimiya Kamashina, Kimashaya Wakai, Shai Kryo, Shoishishia. Oder einfach nur X. Je nachdem. Ich spiele dich. Und dann spiele ich dich. Und dann zerstöre ich dich. Und ich zerstöre sonst nichts. Warum? Ah, das ist ja maskierter Held. Scheiße. Egal. Mal Kraft an. Leider hat das 4000 Lebenspunkte. 1000 Dingspunkte, ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, ich sollte ihn eh nicht zerstören, weil diese toxische Wolke da, die macht ja irgendwie mal Monster kaputt, ne? Was jetzt? Keine Ahnung. Ah, ich dachte, die ist schon. Ja, danke, dann kann ich den Effekt halt jetzt aktivieren. Tschüss. Yay, yeah, jetzt kann ich ihn doch zerstören. Herr, was war das gerade für eine Scheißkarte, dass ich einfach ein Monster-Spezial beschwören durfte? Vielleicht hätte der das auch machen können, aber hatte keins oder so. Genau. Schade, fast gewonnen. Tja, Jaden, musst du doch wieder gewinnen. Wir machen jetzt so ein Battle, wer das Duell immer gewinnt. Jaden oder ich? Okay, er hat jetzt voll den Vorteil, er kann fusionieren, er kann alles möglich machen. Jetzt kann er erst recht fusionieren. Macht aber nicht. Okay, jetzt kann er nochmal fusionieren. Er macht es trotzdem nicht. Oh, wie süß. Wolkien, ist das? Wie heißt die? Weiß ich nicht. Wolkien, Schäfchenwolke ist auch süß. Ist das Ding jetzt sogar? Nee. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Wolken nicht aus. Ich weiß, dass es Schäfchenwolken gibt und ich weiß, dass es... Keine Ahnung, mehr gibt es nicht. Ich weiß nicht, was es sonst noch so gibt. Yay, Dominik und Jaden, ihr habt gewonnen. Ihr werdet uns zwar wieder wrecken und alles töten. Hier kommt Gegner Nummer 3. Schon? Okay. Ach stimmt, wir haben den ersten super schnell besiegt, ne? Stimmt ja. Habe ich den Spieß wieder umgedreht. Vorher hatte die uns so schnell besiegt, jetzt haben wir den wieder so schnell besiegt. Den vor allem. Jetzt kommt auch noch Chumley mit Cyrus. Oh mein Gott. Hallo, ich mache bei dir Tujimi und ich habe den Chumley mitgebracht. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ist okay. Oh nein, ein Känguru. Oh shit, ist echt scheiße. Also lange der Kusche Zauberer von Ost hier, Känguru-Kämpfer von Ost oder so wie der heißt, spielt. Hä, ist das denn für eine komische Karte? Ah, da kannst du dann ein Fusionsmaterialmonster auf die Hand nehmen. Scheiße, wenn du jetzt Fusion hast, dann können die den schwören, ne? Das ist natürlich nicht so geil, aber ich hab das hier.
Ich weiß nicht, die ganzen Buzzer-Geräusche. Dann mache ich jetzt Folgendes, auch wenn das eigentlich ziemlich dumm ist. Oder? Hä, warum kann ich denn jetzt die aktivieren? Oh, was kann die denn nochmal? Das ist Massenwechsel 2. Das ist doch die Karte Monster von derselben Stufe? Ne, vom selben Attribut. Nur, warte mal. Warte. Leges und Virus. Derselben Eigenschaft. Aha. Okay. Okay, ja. Ich probiere einfach mal. Mal gucken. Oh shit. Ah! Nee. Hä? Man muss dafür eine Karte abwerfen, das ist auch irgendwie dumm. Aber ich kann jetzt Wunderfusion spielen und dann Dings rufen. Machen wir das. Jetzt kann ich nämlich meinen Lieblingsheldin rufen. Absolute Zero. Yay! Absolute Zero, hui. Das Problem ist, ich kann jetzt die hier nicht mehr benutzen. Die hier. Scheiße. Egal. Ich könnte zwar immer noch den hier benutzen und dann wieder meine Acid Zero Taktik machen, aber ich habe falsch rumgesagt. Hat der da irgendeinen Effekt, wenn der einen Monster angreift? Ne, ich glaube, der kriegt immer nur 100 Angriffspunkte pro Elementarmonster im Friedhof, ne? War das so? Ich glaube schon. Keine Ahnung, egal. Nein, will ich nicht. Und ich heb mir das auch auf, weil ich will jetzt mit Acid irgendwie einfach so spielen, nur damit ich den Lebensmodell abziehen kann. Außerdem hat der kein Monster im Feld, deswegen warum soll ich dann den Effekt von Absolute Zero verschwenden? Okay, ein Zug. Kann Cyrus mal bitte so ein Droid-Monster fusionieren? Wäre voll geil. Au! Was hab ich jetzt? Irgendwie so ein Haar in den Finger reingesteckt, so unter den Fingernagel auszusehen. Okay, ist weg. Genug rumgeheult. Spielkraft. Ich lasse euch keine Chance. Okay, Jaden kann schon wieder gewinnen. Alter, wie kacke sind denn die Duelle hier? Nein, du... Oh, hä? Warum... Hä? Oh. Warum greifst du uns erst an? Juden. What you doing? Ah, okay. Okay. Kann man natürlich auch machen. Okay, wir haben sowieso gewonnen. Alter. Ich hätte noch Maskenwechsel für hier Dings, den benutzt und dann den Wind maskierten Helden zu rufen. Das wäre cool gewesen, hätten wir drei maskierte Helden von drei verschiedenen Typen im Umfeld gehabt. Und Acid gewinnt. Jaden hat Geschmack. Oh shit. Okay. Also kann man doch noch angreifen und gewinnen, oder wie? Das hätte ich in dem Anzug doch noch gewinnen können. Nee, er kann den nur aus dem Spiel entfernen. Aber jetzt hat er genau das gemacht, was ich gemeint habe. Wie cool ist das denn? Ja, da bringt die jetzt auch nichts. Hä? Was war das denn? Er spielt Fusionstor nur um dann... Oh, shit. Den zu spielen, dann hätte er doch einfach so fusionieren können. Holy shit. Das war jetzt auch nochmal ein guter Zug. Aber dumm war, dass die den Panda da gespielt haben, weil ich kann ihn doch jetzt angreifen und dann gewinnen. Also, was sollte das? Na egal, wir holen uns das hier. Können schon wieder Massenwechsel zurückholen. Ich komme irgendwie auf das Massenwechsel 2 nicht klar. Das ist die einzige Karte, die mich immer verwirrt. Gestaltwechsel, okay. Vergesst schon den Effekt manchmal, aber bei Massenwechsel 2, da denke ich immer so, was? Hä? Stehe ich nicht? Okay. Ich würde sagen, wir holen uns noch einen... Ah, ne, geht ja gar nicht. Da bringt ja gar nichts. Ah, ne. Hä? Ich bin richtig verwirrt. Ich bin gerade ultra verwirrt. Ich könnte jetzt natürlich den hier spielen. Dann auf eine Fusion warten und dann... hier, wie heißt er? Ach, ne. Ne, hä? Welche Karte ist nochmal die, die Punkte abziehen kann? Der hier, ne? Nee. Der? Nee, hier der, ne? Der göttliche Wind, oder was? Ach,
ich guck mal gerade nach. Irgendeine Karte, die kann auch, wenn man irgendwas vom Friedhof ablegt, Punkte abziehen. Scheiße, ist das auf einmal dunkel geworden. Ich sehe gar nichts mehr. Ach, der hier kann sogar nicht durch Kampf zerstört werden. Geil. Und der Gegner kann während der Battlephase nur ein Monster angreifen. Also die ist voll gut. So eine Karte ziehen, wenn der ein Monster durch Kampf zerstört. Ey, der ist ultra gut. Ist das hier der? Ah ja. Du kannst ein Heldmonster von deinem Friedhof verbannen. Aber ich habe kein Licht. Monster, um den zu spielen. Scheiße, weil hier der hat den Effekt, dass der halt ja Punkte ab. Oh, den kann ich auch nicht spielen. Ich brauche eine Fusion. Mit einer Fusion komme ich, indem ich hier den in Angriffsposition spiele. Aber wenn der hier dann angreift, dann haben wir verloren. Ne, haben wir nicht. Ich blöd. Laber ich für einen Scheiß. Ich wollte irgendwie hier die Punkte zu dem dazugerechnet, warum auch immer. Aber ich kann einfach Marshmallow spielen, nicht doof. Oder ich greife einfach an. Geht natürlich auch. Oder kann der irgendwas? Weißt du, da denkt man eine Stunde nach, was man am besten macht, und dann passiert sowas. Ach, egal. Wir sehen uns beim nächsten Part. Denkt daran zu bewerten und. Ja, dann kommt der nächste Duell. Bis dann, tschüss.